Nach der Operation des Hirntumors hinter meinem linken Auge gab es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute war, dass die Depressionssymptome, die er ausgelöst hatte, sofort weg waren. Die schlechte, es blieb ein Resttumor drin. Nochmals operieren konnte man nicht. Der Tumor war um eine Ader gewickelt. Chemotherapie hätte viel mehr als den Tumor kaputt gemacht. Und eine konventionelle Röntgenbestrahlung hätte den Augennerv treffen können. Da haben meine Ärzte die Protonenbestrahlung am Paul-Scherrer-Institut vorgeschlagen. Das Paul-Scherrer-Institut ist das größte Forschungsinstitut für Natur- und Ingenieurwissenschaften in der Schweiz und gehört zum ETH-Bereich. Es betreibt eine der wenigen Einrichtungen in Europa, die Tumore mit Protonen behandeln. Die Patientin wurde für die Protonentherapie als geeignet eingestuft. Diese Einschätzung trifft das dafür zuständige Tumorboard, eine Gruppe von Ärzten und Medizinphysikern. Ich war sofort einverstanden. Die Leute kamen ja von weit her aus dem Ausland. Da war ich froh, reinzukommen. Bei der Einführung am PSI wurde mir alles erklärt, wie die Therapie funktioniert, wie lange sie dauert, die Risiken. Die am PSI entwickelte Protonentherapie unterscheidet sich von der konventionellen Röntgentherapie vor allem dadurch, dass sie den Tumor sehr genau trifft und das umliegende Gewebe so gut wie möglich schont. Sie ist daher besonders geeignet für Tumore, die in der Nähe von empfindlichen Organen liegen, zum Beispiel Tumore im Kopf oder an der Wirbelsäule. Die Protonen werden stark beschleunigt und der Protonenstrahl wird dann so gebündelt und geleitet, dass er seine maximale Energie nur innerhalb des Tumors abgibt. Es folgten 2 Tage Vorbereitungen. Da ging es vor allem darum, einen Beißblock und ein genau an mich angepasstes Kissen herzustellen, um meinen Kopf so zu befestigen, dass die Strahlen millimetergenau den Tumor treffen. Mit Hilfe des Computertomogramms und der Magnetresonanztomographie kann der Arzt genau feststellen, wo der Tumor liegt. Gemeinsam mit Kollegen der Medizinphysik wird dann der Therapieplan erstellt und die genaue Dosisverteilung bestimmt. Also, wo dürfen wie viele Strahlen treffen und wo sind Risikoorgane, die geschont werden müssen? Auch wird ein Sicherheitsraum rund um den Tumor mit eingerechnet. So stellen wir sicher, dass alle Tumorzellen getroffen werden. Wenn man jeden Morgen für die Behandlung ans PSI gelangt, hat man gar nicht das Gefühl, man komme in ein Krankenhaus. Die Therapie für meinen Tumor bestand aus 28 Bestrahlungen. Jeweils 40 Minuten, 5-mal die Woche, über 6 Wochen hinweg. Was mir auffiel, ist, dass das PSI auch viele Kinder behandelt. Bei Kindern ist die Behandlung besonders hilfreich. Weil sie noch wachsen, sind herkömmliche Bestrahlungen mit großen Nebenwirkungen verbunden. Die Treffgenauigkeit der Protonentherapie hingegen bringt weniger Spätfolgen mit sich. Das Wichtige bei der Therapie ist die Positionierung. Man muss ja richtig liegen, sonst treffen die Strahlen daneben. Das wird via CT immer wieder nachgeprüft. Die Therapie war absolut schmerzfrei. Die Zeit war schnell um. Ich durfte Musik hören. Sprechen konnte ich nicht. Und man ist alleine im Raum wegen der Strahlung. Aber man wird dauernd mit Kameras überwacht. Und wenn etwas ist, kann man ein Handzeichen geben. Die Maschine fühlt sich natürlich am Anfang an wie ein Monster. Sehr imposant. Ich erinnere mich, sie machte Geräusche wie eine anfahrende S-Bahn. Die Therapie ging tipptopp. Es gibt ja auch Risiken. Die wurden mir im Voraus genau erklärt. Zum Beispiel hätte ich durch die Bestrahlung Kopfschmerzen kriegen können oder übermäßige Müdigkeit. Ich hatte Glück. Das Einzige, was ich hatte, war Haarausfall. Davor hatte man mich gewarnt. Aber das Haar ist nach 3 Monaten relativ schnell wieder gewachsen.
Nach diesen 28 Behandlungen wusste ich noch nicht, ob die Therapie Wirkung zeigen würde. Drei Monate später, bei der Nachkontrolle, stellte man dann fest, der Tumor ist noch genau gleich groß, aber er ist tot und er wächst auch nicht mehr. Das war eine große Erleichterung. Es folgten weitere Kontrollen, alle drei Monate. Die waren immer gut. Jetzt muss ich erst in einem halben Jahr wieder gehen. Ich hatte ins PSI 100%iges Vertrauen. Wegen der Technik, aber auch wegen der Leute. Sie waren sehr einfühlsam und professionell. Egal mit wem man in Kontakt war. Von den Sekretärinnen über die Radiologieassistenten bis zu den Ärzten. Das Paul-Scherrer-Institut ist führend in der Protonentherapie, auch bei der Behandlung von Augentumoren. An keiner anderen Einrichtung weltweit wurden so viele Augentumore behandelt. Die Bestrahlung dauert nur 4 Tage und es kann mittlerweile bei über 90% der Patienten das Auge gerettet werden. Unsere Forscherinnen und Forscher entwickeln unermüdlich weitere, noch fortgeschrittenere Therapiemöglichkeiten. Es ist dem Team des Zentrums für Protonentherapie eine Ehre, im Dienste aller unserer ehemaligen und zukünftigen Patienten zu stehen.